Jetzt kommt der Finanzsprecher vom Team Stronach, Robert Luger. Vielen Dank, Herr Präsident, Hohes Haus. Also, wir haben ja schon sehr viel gehört, aber ich glaube, ich muss einmal ein Beispiel bringen, dass die Bürger mal verstehen, um was es da überhaupt geht. Stellen Sie sich vor, ich bin Unternehmer und mein Mitarbeiter kommt zu mir und will 100 Euro Gehaltserhöhung. Und ich sage zu meinem Mitarbeiter, na, kein Problem, ich gebe da 100 Euro obendrauf. Aber gleichzeitig streiche ich ihm 20 Euro Zulagen und 80 Euro nehme ich einen Kredit auf den Namen des Mitarbeiters, den der Mitarbeiter dann mit Zinseszins zurückzahlen muss. Ich glaube, der Mitarbeiter wird mich fragen, ob ich deppert bin. Aber genau das passiert hier. Genau das passiert hier. Die Regierung lässt die Bürger diese Steuersenkung selbst zahlen. Und zwar mit Zinseszins. Mit Zinseszins. Das heißt, man nimmt einen Kredit auf im Namen des Bürgers, senkt ihm die Steuern, was ja auf der anderen Seite kompensiert werden muss, auch wenn die Gegenfinanzierung funktioniert. Wir machen ja permanent Schulden. Das heißt, es geht ja überhaupt nicht darum, ob das dieses Gedankenkonstrukt, das Sie hier aufbauen, nämlich diese Gegenfinanzierung funktioniert oder nicht. Es geht darum, dass wir auf jeden Fall neue Schulden machen. Das heißt, ganz egal, was der Staat tut, sobald der Staat die Steuern senkt, zahlt das der Bürger. Und zwar so lange, solange der Staat nicht bereit ist, die Hausaufgaben zu machen. Solange der Staat nicht bereit ist, dort einzusparen, wo wirklich einzusparen wäre. Weil das wäre die richtige Reihenfolge. Jetzt sage ich nicht, wir brauchen keine Tarifsenkung. Natürlich braucht man eine Steuerentlastung. Natürlich haben sie die Leute auch eine Steuerentlastung verdient. Die können sogar noch höher ausfallen. Aber wir können sie uns nicht leisten. Und wenn wir sie uns leisten, dann leisten wir sie uns auf Pump. Das heißt, der Bürger bezahlt sie sich selbst. Und nicht einmal im vollen Umfang, sondern noch mehr. Mit dem Zinseszins, der dann irgendwann zu zahlen ist, auf diesen Kredit, den man jetzt nimmt, um dem Bürger etwas Gutes zu tun. Und wenn man es sich genau anschaut, ist ja kein Zufall, warum wir jetzt eine Steuersenkung haben. Ist kein Zufall. Die Regierung betreibt Wählerkauf auf Wählerkosten. Genau das funktioniert so. Das heißt, die Regierung macht nichts anderes, als dass sie einen Kredit nimmt, um dem Bürger etwas Gutes zu tun und hofft, dann gewählt zu werden. Dass der Bürger das dann letztlich selbst zahlen muss, mit Zins und Zinseszins, das wird verschwiegen. Und anscheinend kriegen es auch die meisten gar nicht mit. Und das ist das Problem. Das heißt, wenn wir sagen, der Bürger hat sich eine Steuersenkung verdient, und das hat er sich, um Gottes Willen, ja, das hat er sich, und zwar wirklich. Genau. Nur muss sie zuerst verdient werden. Und das wäre Ihre Aufgabe. Wenn Sie sagen, jetzt kommt sie, dann kommt sie zu früh. Weil Sie normalerweise zuerst die Hausaufgaben machen müssten. Sie müssten all die Einsparungen machen, die diese Steuersenkung auch legitimiert. Und zwar ohne neue Schulden. Ohne neue Schulden. Ohne neue Schulden. Wann ich es machen würde, Sie machen sie erst 2016. Ja? Sie machen sie eh nicht gleich. Und deshalb wäre auch nichts daran gewesen, jetzt ordentliche Reformen zu machen, jetzt die Einsparungen zu machen, die notwendig sind. Und da gibt es viele Bereiche. Schauen wir uns allein einmal den Proporz an. Wir haben in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg einen Proporz. Das heißt, egal welche Position besetzt wird, ob das im Staatsbetrieb ist, im staatsnahen Bereich oder in ausgegliederten Gesellschaft, gibt es immer zwei, einen roten, einen schwarzen. Wissen Sie, was allein da an Geld zu holen wäre? Oder schauen Sie sich einmal die Korruption an. Das sind nämlich die großen Fische. 26 Milliarden jedes Jahr gehen durch Korruption verloren in diesem Land. 26 Milliarden, da könnten wir uns viele Steuersenkungen leisten. Aber wissen Sie, warum das keiner macht? Wissen Sie, warum Sie zu den Wirten gehen? Warum Sie auf die Wirte hinhauen? Weil die haben keine Lobby. Und all jene, die bei der Korruption tatsächlich fest mitmischen, und das hören wir ja immer wieder, man muss ja nur die Nachrichten hören, was da alles passiert. Jene, die haben einen guten Draht zur Politik und deswegen schaut man da nicht hin. Und das ist der Punkt. Und jetzt gehen Sie auf die Wirte los. Und jetzt kann ich Ihnen ein Geheimnis verraten, das Sie schon kennen. Ja, natürlich gibt es auch Steuerhinterziehung bei den Wirten, das ist keine Frage. Natürlich gibt es das. Aber wir müssen einmal eines unterscheiden.
Hinterzieht jemand Steuern, um sich die zweite Yacht kaufen zu können? Oder hinterzieht jemand Steuern, um zu überleben? Es wird deshalb nicht besser. Aber Sie müssen ihm eine Möglichkeit schaffen, überhaupt legal überleben zu können in diesem Land. Mit diesen Steuern, mit diesen Gesetzen, mit diesen bürokratischen Hemmnissen, gerade bei den Wirten. Und wenn Sie bei den Wirten genau schauen wollen, dann müssen Sie ihnen zuerst die Möglichkeit geben, alles legal zu machen. Und wenn Sie das nicht tun, dann werden halt reihenweise Wirte zusperren. Das ist eine Tatsache. Und deshalb schauen Sie nicht bei den Wirten ganz genau, bevor Sie nicht die Möglichkeiten geschaffen haben, dass die auch wirklich überleben können. Und schauen Sie auch nicht auf die Konten der privaten Leute, wo vielleicht der Handwerker am Wochenende mal aushilft. Sondern schauen Sie dorthin, wo Sie auch wirklich hinschauen sollten. Nämlich unter die eigene Bettdecke. Weil dort tummeln sich die Leute, die tatsächlich reingreifen. Nicht nur in die Hosentasche der Bürger, mittlerweile schon in die Unterhose der Bürger. So schaut es nämlich aus. So schaut es aus. Letztlich, schauen Sie mal zum ÖGB, haben wir gerade wieder gehört, nicht? Und dann ist plötzlich eine große Amnestie da, nicht? Weiß keiner, wie da diese Schmiergeldzahlungen gelaufen sind. Da ist das Geld zu holen, da schauen Sie hin und hören Sie auf, die Bürger zu belästigen. Schauen Sie dorthin, wo tatsächlich was zu holen ist, dann machen Sie Ihre Hausaufgaben, machen Sie die Reformen und dann reden wir über eine Steuersenkung und die muss dann kräftiger ausfallen als wie jetzt. Die muss dann so sein, dass der Bürger sagt, ich kriege da nicht eine Almose obendrauf, sondern ich werde für das entschädigt, was mir in den letzten Jahrzehnten angetan wurde. Und wenn man sich anschaut, dass gerade die Arbeiter in den letzten 15 Jahren 17% an Kaufkraft verloren haben, dann sieht man, da müssen wir tatsächlich etwas tun. Und nicht auf Pump, sondern substanziell. Und wie gesagt, belästigen Sie nicht die Bürger, machen Sie in Ihrem Bereich endlich Ihre Hausübungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war die heutige Live-Übertragung aus dem Parlament. ORF 2 verabschiedet sich nun von der Live-Übertragung. Bleiben Sie dran, hier kommt jetzt gleich die Zeit im Bild mit den aktuellen Informationen zum Flugzeugabsturz in Frankreich. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche noch einen angenehmen Tag. Über Korruption reden.